Okay, let's go. Ist auch eine abgefuckte Scheiße. Ich bin seit 2 Tagen krank. Seit 2 Tagen wird mir Satter Huru immer ganz oben bei YouTube angezeigt. Und ich darf mir dieses scheiß Video nicht reinziehen, weil ich das mit euch zusammen im Stream schauen muss. Sonst seid ihr stinksauer. Und ich habe auch keinen Bock mehr, dass ich die ganze Zeit das Video da angezeigt bekomme. Deswegen bin ich jetzt einfach live gegangen. Schau mir das mit euch an, 8 Minuten, und geh wieder pennen. Nein. Oh mein Gott. Mein Bild. Ey, Mann. Okay, okay. Aber es sieht nicht so beschissen aus, wenn ich schlafe. Sehe ich so aus, wenn ich schlafe? Isa, bist du bei meiner anderen Zentrale? Ach, ehrenlos, dass ich eingeschlafen bin. Was ist das? Was war das? Ciao, ragazzo. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und Dings ist angekommen. Super Mario 64. Der Typ regiert TikTok gerade. Warum? Wer ist das? Also das war ja mal gerade ganz wild. König Thomas ist das? Alright, das ist Phoebe. Wer von denen ist König Thomas? Der. Der ist der Einzige, der nichts am Machen ist. Was macht der? Boah, ey. Und das ist gerade auf TikTok das Krasseste, was abgeht. Ciao, ragazzo. Der ist Multimillionär. Boah, vielleicht sollte ich da auch mal mittanzen. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Was läuft? Was läuft? Doch, willkommen zum nächsten Video. Und Dings ist angekommen. Super Mario 64. Der Remake für die Switch. Hätte ich auch mal Bock, theoretisch gesehen. Müssen wir gucken. Bro, no joke, ich find's so f***ing dope, wenn mehr deutsche Streamer Mario 64 Speedruns machen. Warum macht ihr das nicht? Digga, die heulen alle rum, dass die nichts zum... Kann man Mario 64 überhaupt streamen? Ich habe eine Nintendo 64, beziehungsweise meine Eltern haben eine. Weil wenn das über die Elgato Capture Card ist, habe ich verkackt, weil die ist scheiße. Die ist Dogshit. Wie machen die das alle? Ein Emulator, was ist das? Aber keiner spielt das Beste, was es aktuell gibt. Mario 64 Speedrun. Wir könnten so geile Races alle gegeneinander machen. Stattdessen macht ihr irgendwie irgendeinen langweiligen Bullshit, den keiner sehen will. Sieht doch gut aus, Chat, oder? Revi spielt irgendwie immer Scheißspiele. Meanwhile, 24 Stunden Nether Raid gefarmt. Warum explodiert das denn nicht? Ist das Monte? Nein, halt doch dein Maul, Digga. Warte, ich geh kurz auf Twitch. Er hat geliftet. Und im Übrigen, ich bin doch Monte. Nein. Hau rein, Digga, wieder schon reingehauen. Nein, bitte. Sag noch ein Wort. Heidi Galla. Sag noch Finger pro Mexiko. Finger pro Mexiko! Oh, nee, jetzt hab ich die ganze... das war wohl eine Folie zu viel, die ich abgerissen habe. Eigentlich ist das eine absolute Frechheit, ne? Du machst dieses Spiel hier auf und freust, also das als Erlebnis. Ich finde es gut, dass du damit es nicht ein... Kauft jemand überhaupt noch diese Karten? Macht man das nicht alles mehr online? Ja, die sind cool. Ich finde den Vibe geil, aber ich habe das Gefühl, es ist viel mehr jetzt rumgekommen, dass man die einfach online kauft. Ich finde die Karten cool, weil für die Haptik ist es nice, das einfach in der Hand halten zu können. Muss man im Regal stehen haben, ist schon cool. Mein Bruder, der hat auch noch so Blu-ray-Filme im Regal... meine Halshilfe, im Regal stehen. Ich werde so oft für uns im Nether sterben wirst. Bro, manche spielen gehen ohne Karte. Ich werde heute nicht ein einziges Mal im Nether sterben. Ihr könnt mir überhaupt nichts. Alles gut? Warum schreien die Leute schlafen? Oh mein Gott, deine Sachen sind weg. Halt's Maul! Ja, die haben sich komplett... Du kannst im Nether nicht schlafen, dann explodiert das Bett. Leg mal hier das Bett rein, dann kannst du hier pennen. Oh ja, habt ihr das Bild gesehen? Tut leid. Du hast mich gezogen. Ich musste einfach, Alter. Alter, was? Wie hat er die denn rausgefunden? Das ist ja schon beängstigend. Wo hat er die gespeichert? Hey, was? Das ist ein zu großes Archiv, Alter. Ey, Chad, sollen wir uns erstmal Eisenwerkzeuge holen und so? Ja, ne? Ich glaube, das ist so erstmal die Wunde. Oh mein Gott, ich werde sterben. Vor allem, warum sieht es so witzig bei ihm aus? Der hat alles in Holzoptik. Der hat einfach nur Texture Pack drin, dass alles in Holzoptik ist. Deswegen sieht es so dullihaft aus. Als würde er mit einer Spitzhacke Holz abbauen. Oh mein King, oh mein. Isa in der Facecam, also die Taube. Oh nein. Ich hab den Clip gesehen. Der Clip, der jetzt kommt, Leute. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Also, wir haben den 24-Stunden-Stream gemacht. Ich habe aber dann spontan entschieden, 30 Stunden zu streamen. Ich sag mal so, ich hätte gedacht, Netherite Farm ist spannender. Klar weiß man, okay, man farmt Netherite, aber es ist halt so, ihr versteht, was ich meine. Aber es war richtig witzig, der Stream. Aber ich meine so, gerade wenn du den ganzen Zeit Netherite farmst, ist halt, es wird wild, sagen wir so, wie es ist. Du sitzt da und denkst immer nur, was geht? Dann der Facecam, also die taumelt richtig, ne? Ich guck mal. Ich hab noch ein Standbild von vor 2 Stunden. Warte mal, wenn ich jetzt Play mache, bin ich gespannt, was da passiert. Ja, ich hab das auf TikTok gepostet. Ciao, richtig am Arsch. Soll jemand ein MacBook Pro 1502 von 2014 mit einem i7 16 GB RAM und 500 GB SSD kaufen? Du siehst so richtig, weil hier ist noch der Anfang, ne? Du bist noch so voll. Ich bin gerade, guck mal, ich hab 2,5 Herzen gerade so überlebt, nachdem Lava auf mich gekommen ist, hab alles zugemacht, glaube ich. Nein, jetzt mit der Zeit, wisst ihr? Möchte jemand ein MacBook Pro 1502 von 2014 mit einem i7 16 GB RAM und 500 GB SSD kaufen? Digga, Jungs, wir sind hier nicht bei Gottverdammt eBay Kleinanzeigen, Alter. Oh mein Gott. Was geht, meine pixeligen Freunde? Und willkommen zu Varo 2. Oh mein Gott. Wie geil ist das mit den Clips? Ich will das auch haben. Wie geil ist es? Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Mit Lügen würde ich nicht sagen, dass ich ab und zu keinen Alkohol trinke. Ich schieße mich jetzt aber nicht komplett weg. 2 Stunden später. Boah, stell dir mal vor, das jetzt auf einer LAN-Party. Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern Wodka. Und schieß mich weg und schlaf. Ich schieß mich nicht weg. Ich habe das extra überspitzt dargestellt. Das sollte eine Hyperbel sein. Eine Hyperbel ist eine Übertreibung. Digga, was? Ich bin so wert, der besoffen ist. Und ich schwöre, das Einzige, was diesen Abend noch besser machen würde, wäre ein Kuh und Fetzen. Molle the Timex hier. Es sieht nicht mal so verkehrt aus. Er könnte auch dieser Bahntyp. Da war gerade jemand, die meinte, ich kenne sie zwar nicht, aber sie sehen aus wie mein alter Gitarrenlehrer. Oh mein Gott, Rumatra sieht echt aus wie ein Gitarrenlehrer. Lehrer. Wie ein Häufchen Elender. Wo warst du? Wir brauchen dich doch. Du, wovon denn? Ich bin zu verkatert für alles gerade. Hier, das ist ein Bild von ich habe aber keinen Karneval gefeiert. Und da steht von Dominik, wenn sie dir sagt, sie steht auf böse Buben aus den 20ern, weil Wieland und so sind. Die ganze Zeit unter meinem Bein rum. Er hat geschrieben. Ey, ich finde Twitter so wild. Twitter ist so seine eigene Welt. Und ich schreibe auf Twitter, poste ich die größte Scheiße teilweise. Aber ich finde es halt witzig, dass so viele Leute so krass ernst nehmen, wisst ihr? Ich poste irgendeine Scheiße auf Twitter, wirklich irgendwas. Weil einfach stehen halt so, ich dachte immer, Twitter ist dafür da, dass du gerade so deine Gedanken hast und die teilst du einfach schnell so. Ah nee, das ist nicht dieses Geräusch. Twitter ist einfach witzig. Die Leute nehmen das ernster als sonst was. Die denken teilweise, Twitter ist real life. Nee, ihr wisst, was ich meine. Hier, das ist ein Bild von Wielands Kostüm und dann steht von Dominik. Aber dann nehme ich auch manchmal Twitter zu ernst. Steht auch böse Buben aus den 20ern, weil Wieland und so sind als Peaky Blinder gegangen. Voll viele sind als Peaky Blinder gegangen, oder? Er hat geschrieben, oder? Um 11 Uhr, also um 23 Uhr. Boxer, komm saufen. Ich glaube, was er sagen wollte, ist Boxer, komm saufen. Oh no. In Köln, da sind sie drauf, denn da gibt es viel Suff. Außer wenn man mag, besucht man Familientag und da geht's rum, rum, rum. Geil, was für ein Schlauch. Darf ich das schlauchen lassen? Komm, komm, put, put, put. Achso, okay. Wie geil, ist er aufgesaugt. Ich mag Karneval echt sehr, ne? Das Einzige, was halt richtig Dogshit ist an Karneval. Selbst wenn es kalt ist an Karneval, finde ich es nicht so schlimm. Aber Regen ist der Endgegner. Zieht die Laune bei mir komplett runter, weil die schmeißen ja Karneval so Essen, so Süßigkeiten. Und wenn du die dann halt so im Matsch rausfischen musst, ist halt schon ein bisschen... Wisst ihr, was ich meine? Sogar Dankeschön. Das ist ein geiles Teil, oder? Nee, bei mir ist es Karneval. So was will ich auch zu Hause. Ganz wichtig. Ey, Digga, was ist das hier? Das Edit. Wer ist doch wieder von Crow? Hä? Wer ist das? Also, wer ist editiert oder sind nur Haare drauf gemacht? Der erinnert mich an jemanden, der Stefan hieß. So der Schande, Digga. Ey, aber, ja, komm. Da muss man aber sagen, also, wenn Marcel sich so einen weißen Bart machen lässt, so einen langen, könnte krass kommen. Wieder von Crow, den kleinen. Aber man könnte auch denken, so der wäre 60. Schande, Digga. Also, man könnte denken, Insta, der wäre 60, aber das könnte strong werden. Das ist so eine Frechheit, Digga.
Hallo, ich bin ein neuer Nachbar, ich wollte mich vorstellen. Ich bin heute irgendwie... Wenn sich so ein Nachbar vorstellt, mach ich erstmal die Rollladen runter. Ich hab nicht mal welche. 5 oder 6 Stunden mit dem Wohnmobil hierher gefahren zu einem Kumpel. Der macht seinen Sabaton hier. Der ist hier einfach hergekommen, macht von hier aus seinen Sabaton. Oh mein Gott, der hat ihn gerecrollt. Ich glaub's nicht. Er hat halt wirklich... Junge, also wie sehr willst du... Männlichkeit ausstrahlen. Da, wenn du das liest, wisst ihr, was ihr dann gang. Da könnt ihr euch eins sicher sein. Das Ding, das ist nicht länger als. Strahlen. Dann fahr doch vorbei, du Affenkopf! Mann! Käseschnitzel! Wo lebt noch alles hier? Digga, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Nein. Nein. Bop, zap, wobbidi bop. Zap, 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 wobbidi bop. Jetzt alle nochmal zusammen hier. 100 Subs. Jetzt sofort 100 Subs. Ich werde mir die Haare abschneiden. Überkrasse. Oh, der Rasierer ist gerade ausgegangen. So, weiter geht's. Let's go. 7000 Zuschauer. Ich zieh mir sofort die Hose aus. Jetzt müsst ihr eure krassesten Geschenke rausholen. LOL, ich hab das gar nicht gesehen. Ey, ist das dumm, die mit ihrer Scheiße. Nur noch 5000 Subs, dann fange ich endlich mit Hot Tub Stream an. Nur noch 5000 Subs. Ich hab meine Bikini schon bereit. Der Pool wird aufgeblasen und Wasser wird eingelassen. Nur noch 5000, dann wird instant... Oh, nur noch 5? Nur noch 5? Oh, wir haben's fast. Hä, ist so dumm. Ich würde niemals Hot Tub Streams machen. Oh, warte, sag niemals nie. Ich würde mit Amaranth Hot Tub Streams machen. Aber... Unter einer Bedingung. Ich kann so im Jogginghose um Pulli chillen und ich würde einfach nur so chillen, weißt du? Ich würde so sitzen, vielleicht so putzen, Hoodie angezogen, so komplett alles an und die macht alles. Also sie schaut, sie interagiert mit dem Chat, sie schreibt irgendwas auf ihrer Banane und ich sitze daneben einfach noch. Vielleicht auf so einem Hocker. Dass nur so die Füße so im Wasser taumeln. Aber dann mit Socken an und Schuhen, mit so Crocs, damit selbst die Fußfetischisten keinen Spaß daran haben. Als Gast, ja. Ich stell mir das so richtig vor, so auf so einem Hocker auf entspannen, so mit Klamotten, Jogging und so. Ja, yeah, sie ist ausgezogen. Alter, 147 neue Follower? Alter, kann es sein, dass ich hier gerade extrem gut vorgeschlagen werde auf Twitch? Was ist das hier? Nee. Kurz Rapper geworden? Willst du ja Rapper, den gegen alles voll. Diese Oh mein Gott. Einmal nur ganz kurz zu euch, ja? Damit ich einmal ganz kurz zeige, ich habe die gleiche Flasche hier wie er. Damit ich mal zeige, dass der Bre absolut falsch reagiert hat. Auf. Und rum. Zack. Zack. Nein, warte mal, das kommt ab jetzt hier. Das kommt ab. Ihr werdet keinen Tropfen raussehen. Der wird's verkacken. Das ist ganz einfach. Er hat irgendwie keine Ahnung rumexperimentiert. Zack. Oh shit. Abu, das ist ein Vorführeffekt. Die haben mich verarscht. Die Präsentation ist beendet. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen. Und ich hoffe, ihr konntet die Präsentation genießen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Stunde, ne? Zeig uns mal. Das war schön. Ja, ne? Ich hoffe, ihr habt keine Fragen, ihr Pisser. Wer auch immer mal Fragen gestellt hat nach einem Referat, ich hasse euch. Wegen euch war ich vorne an der Tafel am Schwitzen. Dein Blick, wenn der Stream abkackt. Oh mein Gott, ich bin eventuell da auch, ne? 1 Live-Fragenhagel? Bin ich vielleicht auch, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Und denk noch so cool ab wie Max. Tschüss. Das hat mir sehr dolle gefallen, Satter Hugo. Mach weiter so. Vor allem mit den Clips, die waren super. Super.